Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 26. Folge von Swiss Info Dova Switzerland. Und heute bin ich nicht allein. Was ist jetzt das da? Ich bin ein Vogel. Nein, es ist Iris Reeves. Checkt auf jeden Fall ihren Kanal ab, es kommt auch bei ihr ein Video mit mir. Es ist einfach gerade der erste Link in der Videobeschreibung. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Yo! Die Swiss Info wird auf Berndeutsch und auf Baslerdeutsch sein. Oh mein Gott, so geil! Eine neue Studie von Schweizer Sprachwissenschaftlern hat gezeigt, dass Zürcherdeutsch beliebter ist als Berndeutsch. Was? Die Wissenschaftler haben selber gesagt, dass sie mega überrascht waren von diesem Ergebnis. Ich ehrlich gesagt auch. Und zwar haben sie auch noch ein anderes Resultat bekommen, und zwar 63% von allen Mitarbeitern würden lieber eine Sekretärin einstellen, die Zürcherdeutsch redet. Also, hä? Und 22% von denen, die abgestimmt haben, haben gesagt, sie würden lieber eine Sekretärin nehmen, die Berndeutsch redet. Und wie viele haben Baseldeutsch gesagt? No. Nein. Also ich finde jetzt, ja, ich rede auch Berndeutsch. Das Berndeutsch ja eigentlich genauso nett und cool und lustig klingt wie Zürcherdeutsch. Was man noch dazu kann sagen ist, bei meinem Kanal, wo ich Berndeutsch rede, und bei seinem Kanal, wo er Baslerdeutsch redet, kommen immer Kommentare von wegen «Ja, scheiß Basler, ich verstehe den Berner Dialekt nicht» und so. Aber das ist doch gleich, wir sind Schweizer, wir sollten alle eigentlich zusammenhalten, egal von wo wir kommen. Das ist meine Meinung und deine ist sicher auch, oder? Wir sind eine Willensnation. Es kann nicht sein, dass wir uns gegenseitig über Dialekt auslöhnen. Wir müssen zusammenheben, wie du schon gesagt hast. Das ist sehr schön gesagt. Auf 20minuten.ch ist derzeit ein Fotowettbewerb für eine bisschen speziellere Art in Gang. Dort kann man den Nationalratssaal nach Belieben umgestalten, einfach das Ganze durch Photoshop, und es hat schon ein paar ziemlich lustige Einsendungen gegeben. So haben gewisse Leute zum Beispiel schon die Politiker durch Tier ersetzt, weil so ja garantiert viel mehr in unserer Politik rauskommen wird. Ich persönlich mag zwar 20 Minuten als Zeitung wenig, aber das ist eine echt lustige Aktion und für das gibt es den Win, nicht mein Format. Und es ist wieder mal die Zeit, wo Brief Kästen gefüllt werden mit Telefonbüchern, die heute sowieso niemand mehr braucht. Die meisten finden das nämlich ziemlich ärgerlich und wünschen keine Telefonbücher mehr, weil sie auch Telefonsuch-Webseiten haben, so wie Telsearch und was auch immer. Und jetzt mal frage ich euch, findet ihr Telefonbücher immer noch nützlich oder findet ihr, dass das eine rechte Papierverschwendung ist? Schreibt es unten in den Kommentaren. Die SVP möchte jetzt endlich ihren zweiten Bundesratssitz erobern. Ja! Die Aktion soll natürlich auf Kosten von der BDP erfolgen, wo ja mit ihren knapp 10 oder noch weniger Prozent Wähleranteil klar im Bundesrat nicht vertreten sein sollte. Interessanterweise soll der Kandidat für den Bundesrat von der SVP ausgerechnet der Heinz Brand, also ein Bündner sein. Und Bündnerland, das ist das Herkunftsland von der BDP. Allerdings ist die Information noch nicht bestätigt worden. Die Vorfreude bzw. die Vorspannung halten sich noch in Grenzen. Und jetzt einfach mal meine Frage an euch. Was haltet ihr davon? Muss es ausgerechnet oder sollte es gerade ausgerechnet ein Bündner sein, wo der BDP den Sitz streitig machen soll? Und schafft es die SVP überhaupt mit der Konkurrenz? Dann könnte es ja wieder ein bisschen schwieriger werden, je nachdem, was die anderen Parteien wählen. Einfach mal eure Meinung ab in die Kommentare. Und es kommen ganz viele Babys. Und Väter wünschen sich einen Vaterschaftsurlaub. Und zwar über 80% der Schweizer Bevölkerung will einen 2- bis 4-wöchigen Vaterschaftsurlaub. Findet ihr, dass das der Schweizer Wirtschaft schaden würde? Oder findet ihr das eine gute Idee mit dem Vaterschaftsurlaub? Bitte schreibt es in den Kommentaren. Wir haben ja vorhin das Thema Nationalrat schon ein bisschen angeschnitten mit unserem Fotowettbewerb. Und jetzt merken wir auch langsam, der Wahlkampf ist in vollem Gang. Und den meisten von euch dürfte es ja vermutlich auch schon aufgefallen sein. Langsam aber sicher hängen immer mehr Plakate von Nationalratskandidatinnen und Kandidaten auf der Strasse. Interessanterweise hat sich jetzt ergeben, dass sich die meisten von diesen Kandidatinnen und Kandidaten etwas Blaues anziehen, wenn sie fürs Fotoshooting kommen. Jawohl! Und für die, die sich jetzt denken, dass ich kandidiere, nein, das ist einfach mein Hemd, das ich gerne habe. Mein Verdacht ist doch, dass man immer weniger auf inhaltliche Werte setzt und man einfach das Gefühl hat, jo, mit tiefem Niveau gewinnen wir auch ein bisschen mehr Wähler. Hauptsache, es soll irgendwie ansprechend wirken. Und jetzt meine Frage an euch, was meint ihr zu dieser Entwicklung?
geht man einfach wählen anhand von einem Bild, das man gesehen hat, geht der Inhalt komplett verloren. Einfach mal eure Meinung ab in die Kommentare. Jetzt noch zum letzten Thema. Ich weiss nicht, ob das die meisten von euch gewusst haben, aber die Schweiz ist eines der wenigsten Länder, wo man auf den Bergen selber auch Basejumping machen kann. Aber ein Norweger hat sich dabei tödlich verunglückt und jetzt waren ein paar Mountainbiker unterwegs und haben den Tod eben gefunden. Was meint ihr dazu, dass die Schweiz Spacejumping erlaubt? Kurbelt das den Tourismus an oder ist das ehrlich gesagt ein kleiner Scheissdreck? Schreibt es in den Kommentaren. Und das war's mit der 26. Folge von Swiss Info. Schaut auf jeden Fall wieder Iris vorbei. Wie gesagt, der erste Link unten in der Kanalbeschreibung. Bei ihr wird auch bald ein Video mit mir rauskommen. Ja. Und damit, tschüss! Ciao zusammen!